Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Ja. Wie ihr seht, fahren wir heute mal endlich wieder ein Met, auch als Metropolitan bekannt. Und würde sagen, ich starte einfach mal. Wir sollen heute den aus Karlsruhe kommenden Intercity von Augsburg über München-Basing nach München fahren. Und das Wetter, ihr seht's, naja. Und ja, gehen wir es an, würde ich sagen. Als erstes öffnen wir die Türen. Und dann rüsten wir ein wenig den Zug auf, das heißt Zugsicherungssysteme. PZB. IFA. LZB. Und dann natürlich Spitzenlicht, Kabinenlicht, den setzen wir nach vorne, das machen wir auf dunkel. Ja, und dann wären wir eigentlich soweit abfahrbereit, bis auf die Sache, dass wir noch die Scheibenwischer einschalten. Und das machen wir mal auf Intervall, würde ich sagen. So. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Ich habe heute den Sound mal ein bisschen abgeändert, beziehungsweise ins Original versetzt von dem Steuerwagen, beziehungsweise von dem ganzen Zug. So, Türen werden geschlossen. So, würde ich sagen, auf geht's. Ihr hört, der Sound ist ein wenig anders, aber ich finde ihn sehr, sehr schön und so hört sich das auch an in Wirklichkeit. Ach. Wenn man die ganze Zeit DSW spielt. So. Auf geht's. Erste Station. Basing. So. Schauen wir mal, ob wir uns befreien dürfen. Wunderbar. Endlich mal wieder Train Simulator. Das kam in letzter Zeit. Und wie gesagt, das ist jetzt schon länger her. Aufgrund der Veröffentlichung von TSW 3. Und ja, ich habe mir gedacht, endlich mal wieder Train Simulator spielen, während da noch eine schöne S-Bahn reinfährt. Ja, und ich habe mir gedacht, warum nicht mal wieder Metropolitan? Den habe ich schon so lange nicht mehr gespielt und ich finde, das ist ein wunderschöner Zug. Den es ja so eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber umso mehr habe ich Lust darauf, den zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist er in seiner ganzen Pracht. Das wäre jetzt natürlich. Ach, wenn man es nicht gewohnt ist, ne? Man macht zu viel falsch. So. So wollte ich es haben. Die Scheibenwischer quietschen auch schön vor sich her. Wunderbar. So muss das sein. So, wir dürfen mal ein bisschen aufschalten hier. 120. Da müssten wir eigentlich gleich auch schon in die LZB einsteigen. Beziehungsweise aufgenommen werden. Erstmal die SIFA. So.
So, fahren jetzt gleich an Augsburg-Hochzoll vorbei. So, da ist die EZB. Wunderbar. Ich fahr. Ein Güterzug. Schön getrennt vom Fernverkehr. Jetzt los. Warum habe ich jetzt den Zwangse? Muss das jemand verstehen? Ich verstehe es nicht. Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. War doch unter LZB. Oder war es wegen der 100, dass ich da zu wenig zu spät gebremst habe? Ich gehe mal stark davon aus, dass ich einfach zu stark gebremst, zu spät gebremst habe. So, ich glaube, die Scheibenwischer können wir ausmachen. Naja, dann war das mein Fehler. Regionalexpress. Wir begrüßen auch den Augsburg Hauptbahnhof zu bestimmten Fahrgästen im IC 2263 auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof mit Haltepunkt Pasing. Wir wünschen Ihnen alle eine angenehme Fahrt. Bei Fragen oder Auskünften wenden Sie sich bitte an das Zugbegleitpersonal. Unser nächster Halt ist dann München-Pasing. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, eine sehr, sehr schöne Ansage. Endlich mal wieder Zugreisen mit Ansage. Das gibt es ja beim TSW leider noch nicht. So, dann dürfen wir jetzt auch gleich mal endlich beschleunigen auf 280. Wobei, das wird mit diesem Zug nicht möglich sein. Aber immerhin 220. Na, jetzt geht's auf 200. Da fährt er. Unser Met. Oder Metropolitan. Oh, Doppeltraktion. Wunderschön.
wir das jetzt allerdings noch pünktlich schaffen. Schauen wir mal. Könnte natürlich sein, aufgrund der hohen Geschwindigkeit, dass wir die 2 Minuten jetzt aufholen. Die ich durch die Zwangse leider verursacht habe. Wird schwer. Wir haben jetzt noch bis Pasing 41. Ja, könnte hinhauen. Und so sieht es aus der Passagiersicht aus. Sehr luxuriös, sehr bequem sieht das alles aus hier. Schöne Ledersitze. Ist wahrscheinlich die erste Klasse. Wunderschön. Wunderschön. Aber wir müssen jetzt ein wenig bremsen hier. Weil nämlich da vorne eine 200 ist. So, 1 Minute haben wir dann gleich schon aufgeholt. Das wird sich wahrscheinlich noch weiter fortsetzen, weil wir gleich wieder 280 fahren dürfen. Sehr, sehr schön. Also das ist wirklich sehr clever gemacht hier auf der Strecke, dass man die Fernverkehrsstrecke praktisch parallel zur Nahverkehrsstrecke gelegt hat, sodass der Fernverkehr hier ungehindert durch die kleinen Zwischenbahnhöfe hier praktisch fahren kann, ohne dass er irgendwie auf den Nahverkehr Rücksicht nehmen muss. Ich finde, das ist schon sehr clever gemacht. So, nochmal kurzzeitig 200. Und da fängt schon wieder an zu regnen. Also
Mach mal die Scheibenwischer wieder an, ob ich auch besser sehe. Aber wir könnten es sogar einigermaßen pünktlich schaffen, wenn es so weitergeht. Jetzt fährt er leider nicht. 220. Aber vielleicht reicht das ja. Vorne kommt schon Malching. Malching. So, Dienstag geht's nach Berlin. Ich freue mich wie Bolle drauf. So langsam rückt's näher. Ich habe mir auch schon den Wetterbericht angesehen. Es soll einigermaßen trocken sein und einigermaßen auch von den Temperaturen erträglich, sodass ich da schön und flockig spotten kann, worauf ich mich tierisch freue. Es wird mit Sicherheit das Highlight, das Tour-Highlight. Und ja, freut euch drauf. Ich werde wie immer mein Bestes geben, um für euch das beste Rollmaterial einzufangen. Ja, Dienstag geht's in aller Frühe los und ich freue mich richtig drauf. Ich glaube, jeder, der schon mal in Berlin gespottet hat, kann mich da irgendwie verstehen. Weil in Berlin fährt einfach alles. So, noch 10 Sekunden. In 17 Kilometer, das sollten wir ja wohl schaffen. Beziehungsweise, dann haben wir, sind wir immer noch zu spät. Aber gut, sagen wir 11. Jetzt noch. Es reicht ja, wenn ich 15, 27, 59 die Türen aufmache. Ist immer noch pünktlich. Hört euch mal an, wie ruhig der ist. Du hörst nichts von dem Steuerwagen, gar nichts. Wunderbar. Und die Lok. So, 101. Ist auch relativ ruhig, finde ich. So, aber das nützt nichts, wir müssen jetzt runter auf 200. Und wir sind pünktlich. Wunderschön. Hoffentlich bleibt das so. So, 160 zu erwarten. Müsste dann jetzt auch gleich jeden Moment soweit sein.
vom Pasing bis München ist es ja dann eigentlich ein Katzensprung. Weiß nicht, ich glaube so 10 Kilometer oder so oder 7, irgendwie was in der Richtung. Mehr ist das, glaube ich, gar nicht. Kommt schon Lochhausen. So, noch 4,5 Kilometer, dann kommen die 160. Dann sind wir auch so gut wie in Pasing. Wollen wir uns mal langsam da hinarbeiten. So, Ende, das heißt, quittieren. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten planmäßigen Halt München-Pasing auf Gleis 9. Der Ausstieg in München-Pasing ist in Fahrtrichtung links. Für Ihre weiteren Anschlüsse achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig sowie an den Aushängen am Bahnsteig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag sowie eine angenehme Weiterreise. Nächster Halt ist München-Pasing. Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, eine sehr, sehr schöne Ansage, muss man wirklich sagen. Die sind wirklich sehr gelungen. Jetzt hat er hier natürlich schnell Radschlupf. Sehr, sehr schnell. Nichtsdestotrotz können wir hier langsam anhalten. Und dann sind wir pünktlich im Pasing. Wunderschön. Die Scheinwischer können wir mittlerweile auch ausmachen, glaube ich. So, das hätten wir dann auch soweit geschafft. Los ist hier nicht besonders viel, aber naja, dem ist dann halt so. Bis auf eine Quietschi steht hier nicht viel rum. Ist Bahn München, ja. So. Türen sind geschlossen, dann würde ich sagen, auf geht's.
Auf geht's, nächste Station München. Dann trotzdem X, warum auch immer. Naja, dann ist dem halt so. Dann ist auch nichts mehr dran ändern. Ja, 5 Kilometer bis München, da war ich ja gar nicht so schlecht geschätzt, habe ich ja gar nicht so schlecht geschätzt. Vorne links steht noch ein Regionalexpress, beziehungsweise zumindest die Justus. Und dann ist da noch so eine, ja, so eine Regionalbahn, würde ich jetzt mal sagen, ne? Diese Interconnex. Also diese Interconnex-Wagen, ne? Regionalbahn, ja. Münchner Regionalbahn, nenne ich die jetzt einfach mal. Da kommt noch eine Quietschi. So, können wir eigentlich schon wieder bremsen. Das ist 90. So, LZB ist jetzt natürlich zu Ende. Das heißt, wir müssen jetzt hier jetzt wieder unter PZB-Einfluss. Aber das für 5 Kilometer reicht das auch. Wir schleichen jetzt hier praktisch in den Münchner Hauptbahnhof ein. Das ist ja von Pasing bis München wirklich nur noch Schleichen. Im Gegensatz von Augsburg. Aus dem 120. Zumindest ein kurzes Stück. Dann da vorne 60 ist. Und dann kommt 40. Und dann zum Schluss kurz vor dem Bahnsteig 30. Oh, da fährt ja ein schöner Zug. Seht ihr es? Da sind sie wieder mal am Bauen. Können wir eigentlich schon wieder bremsen. Bis 60 ist dann doch ganz schönes Stück. Da seht ihr die angesprochene 30, kurz vor dem Bahnsteig. Geht sie auch noch bergab. So, quittieren. So sind wir unter 1000 Hertz Beeinflussung. Ihr seht's, unter der blinkenden 85, die 1000 Hertz sind gelb. Beziehungsweise leuchten gelb. Das heißt, der 1000 Hertz Magnet ist aktiv. Da sollten wir tunlichst unter 60 bleiben. Und natürlich die Sie verdrücken. Da vorne müssen wir dann auch noch mal quittieren. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Endbahnhof Wir sind zu München schnell. Hauptbahnhof auf Gleis 13. Der Ausstieg in München Hauptbahnhof ist in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug verendet hier. Wir bitten alle unsere Fahrgäste auszusteigen. In München haben Sie folgende Weiterreisemöglichkeiten bzw. Anschlussmöglichkeiten. Zu einer S2 nach Altona Münster. Planmäßige Abfahrt 15:40 Uhr von Gleis 2.
an eine Regionalbahn nach Reichardshausen über Petershausen. Planmäßige Abfahrt 15.41 Uhr von Gleis 24. An eine S4 nach Geltendorf 15.41 Uhr von Gleis 2. An eine S1 nach Freising, planmäßige Abfahrt 15.43 Uhr von Gleis 2. An eine S3 nach Holzkirchen 15.43 Uhr von Gleis 1. Sowie an einen Regionalexpress nach Nürnberg Hauptbahnhof über Freising, Moosburg, Neufahren, Eckmühl, Regensburg Hauptbahnhof und Beratshausen. Planmäßige Abfahrt 15.44 Uhr von Gleis 23. Und an einen Meridian nach Kufstein über München-Ost, Grafing Bahnhof, Asslingen, Oberbayern, Ostermünchen, Großkarolinenfeld, Rosenheim, Raubling und Brandenburg. Planmäßige Abfahrt 15.44 Uhr von Gleis 7. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Fahrt mit der Deutschen Bahn und würden uns freuen, Sie bald wieder als Fahrgast in einer unserer Züge begrüßen zu dürfen. Nächster Halt ist München Hauptbahnhof. Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ja, die Ansagen sind wirklich gut gemacht, kann man nicht anders sagen. So, wir haben 30 zu erwarten. Während wir uns um die hier durch die Weichen schlängeln, wird sich die Siefer drücken. Und halten werden wir an Gleis 13. Der Ausstieg ist in München Hauptbahnhof, ist in Fahrtrichtung rechts. Nein, in den Kopfbahnhof. Wunderschön. Das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein erklärtes Ziel von mir, in München Hauptbahnhof zu spotten. Und es wird auf jeden Fall auch noch folgen. So, Ankunft in München. Öffnen die Türen. Und dann sind wir heile hier angekommen. Leider das Szenario nicht erfolgreich beendet, aber sei es drum. Hier steht der Spaß im Vordergrund und es war eine sehr schöne Fahrt mit dem Met Metropolitan. Mir hat es Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Endlich mal wieder TS, endlich mal wieder Met. Und ja, mit diesem Video oder mit diesem Ende des Szenarios sage ich Ciao, Servus und Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye-bye.